herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Was ändert sich in meinem Leben? Das ist die Frage und so heißt dieses Legesystem. Was ändert sich in meinem Leben? Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Und durch diese Legung beantworten wir die Frage, was ändert sich in meinem Leben? Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Ihr bekommt einen medialen Namen, eine persönliche mediale Botschaft, immer bezüglich auf die Frage und dann kommt die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, was ändert sich in meinem Leben, 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen, das heißt, ich mache ein kleines Ritual und ich schicke Energie. Und diese Energie, auch die Ritual, ist gratis. Saitirina ist die mediale Name. Liebe Saitirina, ich grüße dich. Das ist dein zweites Video. Und hier beantworte ich die Frage, was ändert sich in meinem Leben? Sei begrüßt und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen. Und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Die erste Teil habe ich schon veröffentlicht. Dort kam die mediale Botschaft und auch astrologisch. Und bei diesem Aufnahmen schauen wir diese Legung an. Was ändert sich in meinem Leben? In welcher Situation befindest du dich im Augenblick? Das zeigt hier diese Karte an. Das ist ein Schaufenster und diese Dame ist begeistert und entdeckt etwas. Diese Dame findet das schön, aber das ist ein Glas dazwischen. Sie kann das nicht einfach nehmen. Und diesem Gefühlszustand hast du gerade. Du hast deine Träume, du hast deine Wünsche und Sehnsüchte. Das muss nicht unbedingt die Einkäufe sein, sondern du hast einen Traum beruflich zum Beispiel. Und das Gefühl dabei, du bekommst es nicht. Das ist nur ein Schaufenster, ein Traum, wo du bewunderst, anschaust, aber gehört nicht zu dir. Und dieser Zustand, das gehört nicht zu mir, aber ich möchte das gerne haben, das macht natürlich traurig. Und diese Traurigkeit, was ich auch bei dir spüre, hast du die Möglichkeit, das zu verändern? Was ändert sich in deinem Leben? Schauen wir das weiter an. Die Gedanken. Natürlich ist es auch sehr wichtig, wie wir denken oder deine Einstellung. Und das zeigt hier diese Karte an. In diesem Bild erscheinen die Münzen. Und die Münzen haben einen Bezug zu Erdeelement. Und Erdeelement ist schon die Realität. Das heißt, das, was du wünschst, was du bewunderst, was du gerne haben möchtest, oder deine Sehnsüchte, oder deine Ziele, deine Träume, ist erreichbar. Wichtig ist, dass alles unter dem Lupe nimmst, und schau es das genau an. In diesem Fall würde ich sagen, Konzentration. Konzentriere, nimm das unter dem Lupen und konzentriere auf deine Wünsche. Verbessert sich etwas in deiner Umgebung? Das zeigt diese Karte an. Umgebung, das ist die Ort. Und die Ort, wo wir leben, hat auch eine Bedeutung.
das hat auch eine eigene Energie. Es gibt Orte, was uns bedrückt, und es gibt Orte, was uns befreit. Und hier ist wichtig, dass du selbst die Entscheidung triffst, ganz alleine. Möchtest du in diesem Ort bleiben oder möchtest du eine örtliche Veränderung? Das überlasse ich dir an deinem Gefühl und lassen wir das offen. Aber die Möglichkeiten hast du, das im Griff bekommen, falls du örtlich verändern möchtest. Aber das ist sehr wichtig, dass du auch in Ordnung bringst und wählst einen Ort aus, wo du dich wohlfühlst, wie ein Kraftort, weil dieser Kelch ist schon ganz heilig. Das ist ein Abbild von Heiligen Gral und das ist schon ein ganz starker Kraftort und das, was du brauchst. Was sollst du noch verändern in dein Leben? Oder was ändert sich noch in deinem Leben? Das zeigt hier diese Karte an. Dieser Rabe erinnert mich ans Odins Rabe. Odin schickte die Rabe in die Welt hinaus. Die Rabe flieht dann zurück und bringt die Botschaften, die Informationen. Das war die Kommunikation. Die Rabe hat die Welt betrachtet und Odin wusste Bescheid. Die Rabe hat das geflüstert. Und das sind die Nachrichten. Und das sind die Feuerelement, zeigt auch in diese Richtung, da kommt etwas im Schwung, kommt etwas in Bewegung. Das ist nichts anderes als Kommunikation. Und mit wem sollst du darüber sprechen? Natürlich ist es möglich, dass jemand hast in deiner Umgebung, den du vertrauen kannst und sollst es besprechen oder schickst deine Wünsche in Universum. Sprich auch mit Gott. Und diesem älteren Person im Bild zeigt mit diesen weißen Haaren die Weisheit. Und wo ist die Weisheit? Das in deinen Inneren. Das bedeutet, die innere Stimme sagt dir klar und deutlich, welche Richtung sollst du gehen, was sollst du in dein Leben verändern. Daran liegt die Weisheit. Also meditiere darüber, was du vorhast und hör auf deine innere Stimme. Und wenn du da sicher bist und weißt, welche Schritte du tun sollst, dann schick die Rabe raus im Luftelement. Und natürlich die Stäbe symbolisieren die Feuerelement, die Begeisterung, all das, was dich begeistert, und sende das in Universum. Das sind Wunscherfüllung. Und hier kann ich vielleicht nochmal erwähnen, es kommt die nächste Wunscherfüllungsritual. Ihr könnt auch anmelden, alles ist kostenlos, fühlt euch auch nicht auf etwas zu verpflichtet. Schreibt E-Mail und ich nehme euch auf und etwa in 6 Wochen kommt die nächste Ritual. Aber hier ist für dich auch wichtig, eine Verbindung zwischen deiner Seele und deinem höheren Bewusstsein oder Gott, und das ist diese Kommunikation, und schreib deine Wünsche aus, zwar das, was in deinem Herzen ist. Wie transformierst du deine Gefühle? Das erinnert auch an Odin, 9 Tage in diesem Weltenbaum hängt und empfängt die Runen. Das ist eine Haltung, dass du versuchen sollst, etwas mit anderen Augen betrachten. Und so kannst du deine Gefühle transformieren. Du hast auch geschrieben, die Spannung zwischen deiner Schwester und Freundin. Versuch, diese Kontakte mit anderen Augen betrachten. Das heißt nicht, dass du nachgeben musst oder dass dich ausnützen sollen, sondern zeig auch mal Stärke. Aber
Versuch auf anderen auch eingehen oder verstehen, warum sind sie so, wie sie sind. Versuche etwas mit anderen Augen betrachten. Das kann auch ein Hinweis sein, dass du dich selbst mit anderen Augen betrachten sollst, deine Fähigkeiten erkennen, deine Talente, dass da etwas schlummert da und das möchte ins Licht, dass du das präsentieren kannst. Was verbessert sich bei dir in die Liebe? Das zeigt diese Karte an. Das kommt wie ein Geschenk in dein Leben. Natürlich kann auch bedeuten, dass dein Herzensmann dich beschenkt. Und auf jeden Fall sehe ich die Lebensfreude, das Lachen, das glücklich zu sein. Was gibt dir die Fundament, die Basis momentan? Das sind drei Mädchen hier. Das kann auch ein Hinweis sein zu deiner Schwester oder die Freundin. Ich denke, das wäre mal der erste Schritt zum Üben, weil das habe ich erkannt in euren Horoskopen, dass ihr miteinander karmisch verbunden seid, etwas hier in Ordnung zu bringen, die Balance, vielleicht diplomatische Handlungen oder Einfühlsamkeit, aber auch Grenzen setzen, das darf nicht einseitig sein. Brauchst auch die Beobachtungsgabe, wie verhalten sie sich, wie gehst du damit um und wie bringst du das in Ordnung, dass hier die Fröhlichkeit wieder, diese Verbindung wieder da ist. Und das wäre vielleicht mal der erste Schritt, etwas zu bewältigen und das führt dazu, dass du deine Gefühle und deine Gedanken ändern kannst, weil du betrachtest es mit anderen Augen. Und das kann für dich ein Fundament sein, entweder weil sie unterstützen dich oder weil du lernst etwas und es gibt dir die inneren Stärken. Was verbessert sich bei dir beruflich? Das sind wieder die Kelche und wieder so ähnlich wie dieses Schaufenster, aber diesmal ist schon im Besitz. Das ist nicht mehr die Schaufenster, was du hier bewunderst, sondern du nimmst es im Besitz und das gehört schon zu dir. Diese Berufung, wovon du träumst und du polierst das alles, du bringst es ins Licht, im Glanz. Was sollst du bewahren? Jetzt sprechen wir über Vergangenheit oder Karma. Was unterstützt dich? Weil das ist deine Stärke und das zeigt diese Karte an. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Wenn du in einer Sache mit Gefühl dabei bist, dann setzt es auch um. Du kommst in Bewegung und daran liegt deine Stärke. Du schläfst es nicht ein, sondern du bewegst dich, so wie dein Gefühl das sagt auch. Und was sollst du loslassen? Das zeigt hier dieses Bild. Die Zahl 4 bedeutet Sicherheit, Stabilität. Das brauchst du natürlich, das sollst du befestigen. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle, das sollst du auch bewahren. Aber wovon sollst du verabschieden? Das zeigt diese Karte an, das Bild zeigt das an, die Sehnsüchte und die Traurigkeit dabei. So ähnlich wie hier im Schaufenster. Du bewunderst etwas, wie schön das ist, du möchtest gerne haben, das würde dir Freude bedeuten, aber das gehört nicht zu dir und immer das Gefühl, das gehört anderen, aber du darfst nicht das in Besitz zu nehmen und dadurch entsteht diese Traurigkeit und das sollst du loslassen, dieses Gefühl traurig zu sein und die Einstellung, auch das gehört zu dir und diese Karte zeigt auch, freu du dich, nimm das bitte in Besitz. Und das war diese Legung, was ändert sich in meinem Leben, aber ich habe noch eine Engelbotschaft. Engel des Lichts, das Lächeln aus meinem strahlenden Herzen ist das Licht der Welt. Das war die Engelbotschaft. Liebe Saitirina, ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.